Ja, da guckt man einfach mal rein in Warcraft 2, ohne lang labern. Das Spiel kam jetzt erst raus. Ja, interessiert ihr das mal kennen hier? Alles klar. Und angreifen und der da. Weil wir wollen ja nicht lange labern. Ich hasse labern für die Pest. Ihr wollt sehen, was es ist. Wie man so gesehen hat, geht man halt seine Felder hier auf dem Feld, auf den Hexerfeld, so muss man es halt sagen, sind halt 4 Hecke. Und auf Wasser wird es halt ein bisschen ungefährlich. Die Pistol ist hier die Hauptakteurin. Und oder abbrechen. Wie man unschwer erkennen kann, ist das Spiel so aufgebaut. Wie gesagt, Bogenschützen, Schwertkämpfer, Magier, sowas alles, das werden wir alles bestimmt noch sehen. Wer Warcraft bei mir schon mal verfolgt hat, der kann das ja gerne mal nachverfolgen. Ja. Genau, jetzt wird erklärt hier halt, wenn du neben den Kommandanten stehst, dass dieses Hexerfeld hier, dieses Viereck, ja, macht man kritische Treffer. Also macht man mehr Schaden. Hat er mir jetzt einfach mal erklärt. Weißt du? So sieht's halt aus. Genau. Genau. Und weg. Na, zum Anfang ist das erstmal bloß ein Tutorial, wie man ungefähr abbrechen. Und zwar hier dahin, angreifen, der da. Weil es wäre dumm, wenn du jetzt mit dem anderen angreifst. Also umso geschwächter einer ist, umso weniger Schaden macht er. Wie man das schwer erkennen kann. Umso mehr Lebenspunkte du hast, umso mehr Schaden machst du halt. Dadurch, dass ihr... Ach du Scheiße, okay. Jetzt komm raus. Alter, nee. Na, ist egal, mach mal einfach so. Ein Held macht immer vollen Schaden, egal wie viel Schaden er kriegt. Um das mal für euch grob klarzustellen, das ist eine Heldeinheit, die macht immer vollen Schaden. Egal wie viel Schaden die bekommen hat. Alter Schwede. What? No. What? Lytra. Ach so, ich weiß, wie man es mitnehmen kann, alles klar. Okay.
Das ist gut zu wissen, ne? Leider kritisch Treffer, weil er sich nicht bewegt. Sie macht da dann auch immer 100%. Ha ha ha.
Scheiße. Fantastic. What? My machines! Thank you.
Thank you.
Return to dust.
improvise. Another victory for scientific input. Ja, hier würde ich erstmal einen Cut machen. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, welchen ich von den dreien als nächste Kampagne machen soll. Ja, ich habe die ganze Zeit nicht gesagt, was ja auch richtig war. Ich habe mich ein bisschen konzentriert aufs Spiel. Ihr könnt ja gerne mal schreiben hier, das sind einmal die Banditen, steigende Flut. Neue Wege ist das, was gerade eben gewesen ist. Und dunkler Himmel zum Beispiel. Das sind diese Toten da. Dann hast du hier 8 Proloke. Naja, das. Da muss ich einen Stern noch holen. Muss ich gucken, wie ich das mache. Aber wir haben jetzt 3 Kampagnen. Einmal neue Wege, dunkler Himmel und steigende Flut. Das hier werden wir wahrscheinlich mit einem der anderen Kampagnen wieder freischalten, denke ich. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst da was da. Und dann sehen wir uns die Tage. Bis denn.